Alter, ich werde bekloppt. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns einfach nur mal ein paar Hähnchenschenkel, aber nicht irgendwelche, sondern so ein bisschen im Cordon Bleu-Style. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen, das ausführliche Rezept, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Da beginnen wir einmal hier mit unseren Hähnchenschenkeln. Außerdem brauchen wir Käse und Kochschinken. Würzen müssen wir das Ganze natürlich auch. Dazu werden wir uns eine Marinade anrühren. Da brauchen wir einmal Pfeffer und Knoblauchpulver, Currypulver, Paprikapulver. In meinem Fall ist das süß, ihr könnt natürlich auch scharf nehmen. Dann habe ich hier ein bisschen Salz, Chiliflocken, Zitronensaft und etwas Öl. Das waren so unsere Zutaten, ist nicht viel, aber hierfür vollkommen ausreichend. Somit können wir auch gleich starten, weil schnippeln müssen wir gar nichts. Dazu rühren wir uns jetzt erstmal die Marinade an. Dazu geben wir erstmal alle Gewürze in so eine Schale rein hier. Dann kommt der Limettensaft, beziehungsweise Zitronensaft ist es ja, und etwas Öl. Und dann fangen wir an, das zu einer richtig schönen Marinade zu verrühren. So, und wenn die jetzt hier diese Konsistenz hat, ruhig so ein bisschen dicker, quasi fast wie Senf, sage ich mal, dann ist die perfekt. Würde die jetzt noch zu feste sein, könnte da natürlich noch ein bisschen Öl dazugeben, aber ich sage hier so, reicht das. Als nächstes bereiten wir unsere Hähnchenkeulen vor. Dazu nehmen wir hier die Haut hoch, gehen hier so mit dem Finger drunter, am besten bis hier in die Keule rein. Dann seht ihr schon, dann habt ihr hier so eine Tasche. Als nächstes nehmen wir uns dann den Schinken, schneiden uns den hier in so eine Größe und den Käse in solche Streifen. Dann wickeln wir das Ganze so hier ein. Und dann nehmen wir das Paket, drücken das hier in die Bolle rein. Und nachdem das erste Paket dann hier verschwunden ist, machen wir uns noch so eins. Und schieben das hier hinten drunter. Müsst ihr ruhig ein bisschen drücken und fuchteln. Aber das geht. Und dann ziehen wir uns die Haut wieder hier hinten so glatt runter, dass das dann quasi wieder zu ist. Ja, und das machen wir jetzt mit allen Hähnchenschenkeln. So sehen unsere Keulen dann aus mit den Käse-Schinken-Paketen. Das reicht so vollkommen aus. Wer möchte, kann natürlich vorher noch unter der Haut auch würzen. Nur ich finde, ich schmecke da immer keinen Unterschied, wenn ich jetzt nur außen die Haut mache und innen das Fleisch. Da müsst ihr dann gucken, wie ihr es machen möchtet. Aber jetzt nehmen wir uns hier unsere Marinade, rühren die nochmal auf. Dann nehmen wir hier so einen Silikonpinsel. Ja, und dann schmieren wir die Hautseite richtig schön mit Gewürz ein. Und dann drehen wir die noch einmal und machen die andere Seite und dann reicht das auch schon. So schauen die dann gewürzt aus, das natürlich von beiden Seiten. Dann habe ich die auf die Rosterhöhung von der Schwedenschale gelegt und das natürlich in die Schwedenschale gestellt. So wandert das Ganze hier auch auf den Grill, denn so riskiert ihr keinen Fettbrand, weil das Fett, was runtertropft, kann hier in die Schale tropfen. So passiert nichts. Ist besser, als wenn wir sie so auf den Rost legen und das Ganze tropft uns unten rein, saut alles voll und im schlimmsten Fall, wie gesagt, fängt es auch noch an zu brennen. Und jetzt heize ich den Grill vor und da sehen wir uns gleich wieder. Am Grill angekommen, laufen tut er wieder auf indirekter Hitze, das heißt rechten Brenner an, linken Brenner an. In der Mitte haben wir die indirekte Zone, da stellen wir jetzt unser Schälchen mit den Keulen drauf. Dann machen wir ihn schnell wieder zu. Und laufen tut der Grill jetzt auf gute 200 Grad, das ist hierfür vollkommen ausreichend. Und ich denke, die Keulen werden jetzt so 45 Minuten bis zu einer Stunde brauchen. Aber nach einer halben Stunde gucken wir mal rein. Ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde ist jetzt rum. Unsere Hähnchenkeulen sehen so aus. Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Hier vorne sieht man, kommt so ein bisschen der Käse hier an der Seite auch. Ist aber gar nicht schlimm. Ich werde jetzt die Brenner nochmal auf volle Pulle drehen. So auf gute 220 bis 230 Grad. Das für 10 Minuten lang, dass oben die Haut noch so ein bisschen krosser wird. Ja, und dann sind unsere Hähnchenkeulen auch schon fertig. Und wir sehen uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Ja.
Auch die Zeit ist rum. Unsere Hähnchenkeulen im Cordon Bleu-Style sind fertig. So schauen sie aus. Machen wir erstmal den Test, ob sie kross sind. Ja, das sind sie. Auf jeden Fall. Dann will ich mal hier eins so ein bisschen aufwuseln, um zu gucken, was passiert mit unserem Käse. Ja, oder komm, ich klapp's hoch und ihr seht's. Hier ist der Käse. Ja, ich mache mir jetzt auf jeden Fall was auf die Gabel und wir werden probieren. Hier habe ich einmal alles, ich hoffe, man kann es sehen, an der Haut. Hier hängt der Käse, hier ist der Schinken, hier ist das Fleisch. Jetzt noch pusten. Und Alter, ich werde bekloppt. Dann ist die Probierorgie erledigt. Jeder hat jetzt hier so eine Hähnchenkeule gegessen oder wir haben mittlerweile komplett gegessen. Ja, geschmacklich, ich denke mal Hähnchenkeulen, die kann man eigentlich gar nicht versauen. Außen ein schönes Gewürz dran, in Grill, gewartet bis sie fertig sind und alles ist super. Diese hier waren jetzt mega saftig und wie gesagt, der Clou daran war halt dieses Cordon Bleu Style Hähnchen Schenkel Ding, so nenne ich es jetzt mal einfach. Wenn ihr dann oben die Kruste zieht und der Käse kommt mit und alles, das ist einfach Hammer. Nur so als Verbesserungsvorschlag, guckt, dass er euch vielleicht die Haut, wenn er die löst, so rumzieht, vielleicht noch mit dem Zahnstocher festmacht, dass das wirklich einmal rundherum verschlossen ist, weil teilweise an Seiten kam der Käse raus. Er ist jetzt nicht komplett rausgelaufen, aber ich sag mal, das Ganze ist optimierfähig, deswegen müsst ihr euch da mal rantasten, wie ihr die am besten verschließt, aber so als Hähnchen, Schenkel, Cordon Bleu, ist das mega. Ja, und der Wrap, den wir uns hier angemischt haben, beziehungsweise die Marinade, die ist auch mega. Alleine die solltet ihr testen. Die könnt ihr auch so auf eine Hähnchenbrust machen oder ein Steak, ein Nackensteak oder sowas. Einfach nur göttlich. So, dann hoffe ich, diese Version von Hähnchenschenkel hat euch gefallen. Ist dem so? Gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten? Hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.